Ganz schön gedauert, die. Das ist der Ladebildschirm, warum auch immer. Guck mal, was ist. Kommt bestimmt wieder ein Video. Hier, als Schmerzmittel. Voll Honker. Kurzer Schmerz, so dann ist alles okay. Ich find, tu's einfach, zu. Soll ich trinken? Ich treffen mit. Kurzer Schmerz, dann ist alles okay. Tu's einfach, zu. Ich möchte mir mal die Nase, ne? Ach, dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Du hast Ärger. Spitz aus. Hä, das ist ein und selbe Antwort, oder was? Du hast Ärger. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie. Aufstehen, ich rede mit Kirk. Ja. Und? Was nennst du mir jetzt wie? Ja, klar, komm. Denk ich rede mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Aufs Maul jetzt. So, willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Shoe. Verfolge Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Ich bin hier der letzte Anfänger aller. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zugreifen. Er ist ein guter Junge. Das ist mir das Leben wie. Ich will jetzt mal einmal kurz speichern. Speichern. So. Machen wir hier nämlich gleich weiter. Gut. Klappt. Nein, ich will nichts geschrieben. Ich will einfach nur mit zweite Ballon. Sind die Dämonen? Die Sterren an deiner Seele. Aber ich sag dir, es tut mir leid und du bist Frieden. Okay, du wärst jetzt stock. Ich hätte gerne Third Person. Das ist die Wahl. Könnt ihr das umstellen? Nee, oder? Video. Nee, ich glaube nicht. Ah, da. Höhe aus der... Hoch. Ist ja jetzt nichts anders. Ach, Fahrzeugkamera, arme Nah. Bewegungsschärfe habe ich nicht auch mal ausgestellt oder so? Die würde ich gerne wieder hoch haben. Da. Wir haben nicht alle Zeit zum Quatschen. Ja,
Ich finde sich erbarmender Zeit. Ist das wirklich wert? Such dir einen Job. Das läuft in der großen Welt. Hab halt auch noch eine ganze Stadt. Sind wir jetzt alle Cyborgs hier? Un barrio malo? Esto qué chingado sabe, eh? ¡Mames! Ahora sí ya te metiste en un pinche pedote. ¿Vas esto? ¿Ya? ¿Vas qué? ¿Eres tú, was? Du scheinst verwirrt zu sein. Wo ist der Rest? Ziemlich verwirrt. Schlachtmann. Bitte immer schlacht. Ich bringe das genau. Bei der letzten Lieferung haben zwei Flaschen Sensoren gefehlt. Ich habe gerade zu tun. Nicht reden. Ich hab gerade nichts. Alles weg. Nee, hab ich auch nicht da. Weiß nicht. Die Kolumbianer vielleicht? Ja, alles klar. Man sieht sich. Was diese? Was mache ich hier gerade? Verleihe den Zustand Hydration, der deine maximale Ausdauer und deine Ausdauerregeneration pro Sekunde erhöht. Ja. Okay. Nämlich. Habe ich das jetzt schon gemacht? So, da. FME. Da kann ich mir so eine Coke gönnen. Wahrscheinlich hier. Sehr sympathisch aus. Estamos juntos en una celda. ¿Cuánto vas a que va a agarrar la cama de arriba? Was läuft in der großen Welt? Einiges. Könnte immer noch schlimmer sein. Alle wissen, wie schrecklich ist. Das ist ganz schön rot, das. Hast du dich verlaufen? Nee, aber du stehst hier alleine rum, Alter. Was ist diese? Alter, der Zustand. Sättigung, der maximale Gesundheit um 5% erhöht. Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes. Ah, okay. Ja, gönne ich mir doch alles. Was willst du? Kann ich hier auch gleich noch ein bisschen ballern oder so? Ein Drink oder so würde ich ja nehmen. Oh, Spiegel. Da, Spiegel. Ich bin doch ein hübscher Dude. Was ist das da? Nicht mehr in den Spiegel schauen, lächeln. Lächeln. Okay. Spooky. Mürrisch gucken. Okay, spooky. Kann das sein, dass uns ganz schön schmoll? Digga, das sieht alles gleich aus. Okay, der sieht ein bisschen traurig aus. Amena! Was machst du hier? Mhm. Hab ich auch Strömen? Ja. Mahlzeit! Alles fresh? Wollen wir mal gucken, ob alles läuft. Kann ich nicht aufklucken? Alleine hier kann ich so rüberlutschen? Kann auch springen, Alter. Okay. Moin Jungs, mal wieder. Scheiße, ich würde so gerne für ein paar Tage woanders hin. Hugo! Mir geht's gut. What is going on? Selber. Jeden Tag das Gleiche. Alle dürfen sich hier ballern, weißt du? Ich darf auch nichts. Komm, ich will jetzt kommen. War heute im Krankenhaus. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank hat die Kugel keine Organe getroffen. Oh, was ist passiert? Polizeifahndung. Die haben irgendwelche Dealer gejagt.
Hängt mit den Falschen ab, hä? Er war nur zufällig dort. Stand einfach nur rum, klar? Die NCPD-Schweine haben auf alle geschossen. Er sieht nicht. Nie im Leben. Sein einziges Verbrechen ist, dass er nicht weiß ist. Eigentlich ist es crazy story. Du gefällst mir schon, Baby. Aber ich hab zu tun. Okay. Mal ganz schnell hier ab. Ey, was geht? Digga, was geht mit deinen Augen? Ich hab crazy Augen, aber du bist ja nochmal on top oben drüber. Da. Was ist das? Pass auf dich auf. Vor allem nachts. Du pass auf dich auf. Ich pass auf mich auf. Die Welt ist anders, als du glaubst. Hey, hey, was läuft so? Moin, Meister. Hier ist nicht, okay? Jetzt nicht, Alter. Was denn, Alter? Was denn, wenn ich jetzt... Llegaste hace poco? Ich habe ihn nicht verstanden. Hast du sie nochmal gesehen? Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. Soll das nicht, ob ich ihn richtig dirty spiele? Ohne Gott ist der Mensch ein Nichts. Ja, aber jetzt stell dir die Frage mal anders. Sieh nach oben. Der Allmächtige hat dich im Blick. Geh unter. Pass auf, wo du hinläufst, Jumba. Einer dieser Tage. Ich finde auch diese Talks am Ballern zum Ende. So, kennt sich nicht, auch eine Sprüche raus. Ist das wirklich wert? So, kennt mich nicht, was ist wirklich wert? Was soll ich darüber denken? Es wird besser werden. Alles okay? Ich will mal kurz mal was gucken. Ich will die ganze Zeit eigentlich immer was gucken. Was ist das denn hier unten? Ach, was schon. Das ist also Kirk, Alter. Kirk ist ganz gerne Bürger, Alter. Hey, Kirky, Rocky. Können wir mal Turkey? Hey, Kirk. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los. Was willst du? Also ich hätte wie, wenn ich das jetzt verstanden habe. Aber hab, den Namen habe ich mir ja nicht ausgedacht. Also den haben wir gegeben, oder? Wenn du was willst, setz dich hin. Alles klar, setz dich nicht nur hin, ne? Hör zu, Pepper hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Was schuldet er dir? Was willst du? Auge zu. Was schuldet er dir? Komm, frag mal, was er überhaupt schuldet. Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Ist das jetzt Kirk? Ach nee, das ist Big Joe. Sieht auch aus wie Big Joe, ganz ehrlich. Was willst du, Armin? Hey, was ist dein Problem? Hab ich aber eingeschüchtert, Alter. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt,
zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Du kriegst keinen Ärger, Ala. Ein Gefallen bei mir? Ich hab's ziemlich eilig. Du kriegst keinen Ärger. Ich mag dich nämlich nicht. Komm. Weißt du was, Kirk? Manchmal glaube ich, du vergisst, dass du nicht von hier bist. Klar, du schaust ab und zu in Haywood vorbei. Aber du lebst weit, weit weg in Pacifica. Worauf willst du hinaus? Dass du dir zweimal überlegen solltest, ob du dich mit den Leuten hier anlegen willst. So siehst du mich aus. Ich bin offen für andere Angebote. Was ist dies? Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Easy. Und wenn ich das jetzt mache, ne? Dann sind die Schulden. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Mir gehört das Auto, ganz ehrlich. Scheiß Plan. Und dein Kumpel Rick. Ich hab's ziemlich eilig. Ja, hast du noch. Wer ist der Besitzer? Nur so ein Arasaka-Anzug von der anderen Seite des Teichs. Der hat Eddies bis zum Umfallen. Und sein Name? Das sind Eddies, Alter. Weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ich weiß, wo wir die Ware finden. Mehr zählt nicht. Wie gehen wir die Security des Autos? Wird das immer noch? Ehrlich, scheiß Plan. Und dein Kumpel Rick? Wer ist denn Rick nochmal? Und dein Kumpel Rick? Dem vertraue ich wie einem Bruder. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Doch, nochmal den Spruch reindrücken. Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals- und Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben das. So Big Eggwehr. Den Namen vergessen. Guckst mich noch einmal so an, ne? Bist du weg. Meine Stimme hat Perales. Ich weiß nicht. Perales, Ryan. Wir sind doch alle gleich. Melon kriegt keinen Nein, Titelkampf. Blöd. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Geno ist ein Naturtalent. Also, wie sieht's aus mit Japaner? Eingezogen. Kirk lässt die Sache gut sein. Und dich in Ruhe. Aber ich nicht. Du schuldest mir was. Wie, du hast mir echt das Leben gerettet. Warte dann hier.
Ja? Sie? Hallo? Hallo. Wieso hast du es so eilig? Weiß nie. Ach, schwer das Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Was haben du da? Sind da drin, ganz sicher. Das ist doch nicht richtig. Hi, Eddies, so für Veteran. Gut. Welche Schulden? Alter. Ich kann zahlen. Jesus. Hast du eine Kippe? Nein. Hab ich nicht. Da war noch was. Was war da noch? Hast du das gesagt? Was ist das denn noch? Okay, ich muss das loswerden. Kenn ich dich, Ala? Kennen wir uns? Ich glaube, das wüsste ich. Wollte doch nur eine Kippe. Oh Mann. Ich würde dir eine geben, Ala. Aber ich hab halt keinen. Versteh das nicht. Erst einen Dialog öffnen, ne? Und dann ist voll verkackt hier, ey. So, hier ist irgendwas. Nee. Machen wir mal ein Spiel. Sag den Leuten im Zentrum Bescheid. Sollen sich bereit haben. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Ja, aber ich bin halt nun mal hier, ne? Ich bin vor ein paar Wochen zurückgekommen. Kann sein. Du hast ich warte. Wie? Hey, what? Hat sich verändert. Leiche im Kofferraum. What? Ja, endlich wieder zu Hause. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Dann machen wir später weiter.